Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Nach einem sehr erfolgreichen, muss ich sagen, Tag im Gemeinschaftszentrum können wir heute wieder nach vorn sehen, weil wir haben jetzt die Brücke repariert und den Bus sogar repariert. Schauen erstmal, was der Wahrsager sagt. Fühlen sich neutral gesinnt. Und packt euch gut ein, es wird morgen schneien. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich jetzt endlich dieses Schwert bekomme. Ganz wichtig. Ich habe eine Anweisung für eines meiner Lieblingsfischergerichte beigelegt. Linus. Ah, Sashimi gibt uns der liebe Linus. Sehr gut, weil er sich jetzt mit uns so gut versteht. Gucken wir auch gleich mal, dass wir was für unseren nächsten Quest noch mit zusammenkriegen. So, zum Glück verstehen wir uns mit allen Hühnern gut. Bock, bock. Zack, zack. Da können wir gleich wieder was mit Gutes tun. So, jetzt muss ich erstmal sortieren. Nee, ich will jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mir dieses Schwert holen kann, ganz schnell. Oder auch ganz langsam, das ist mir egal. Dass wir dann in der Wüste das schon mal zusammen haben. Wir könnten uns dann auch in der Wüste diesen Sandfisch noch angeln. Das kann aber noch warten. Das muss jetzt nicht unbedingt sofort geschehen. Ich weiß, ich habe gerade was vergessen. So. Wieder alle begrüßen hier schön, ganz lieb, so wie wir sind. Ich hoffe natürlich, die Enten federn irgendwann mal, weil das können wir auch nochmal abgeben. Na, jetzt kriegen wir doch wieder einiges hin. Na, heute geben sie alle Milch. Ich guck mal, was wir nochmal für so eine Käse-Dings brauchen. Steine, Holz, ja, Hartholz und Kupferbarren. Weil wir brauchen, glaube ich, nochmal zwei von diesen Teilen. Weiß ich schon mal zumindest Bescheid, dass wir da mal wieder was bauen. Weil wir haben jetzt immer wieder was übrig, wie zum Beispiel heute. Aber keine große Milch. Keine große Milch. Wir könnten aber ihr erstmal auch so ein bisschen Ziegenmilch schenken. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Na, nicht gerade beste. Wollen sie ja nicht übertreiben, ne? So. Gehen wir jetzt erstmal direkt wieder runter und schenken ihr erstmal ein bisschen Ziegenmilch. Der lieben Marnie. Ich hoffe natürlich, sie ist da. Tüm, 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 tüm. So, jetzt gucken wir mal. Ja, sie ist da. Kriegst du gleich was Leckeres. So, zwei Herzen. Und wir kommen hier rein. Zack. Und haben sofort die violette Glücksschurz von Levis. Ha, warum ist die wohl hier, hä? So, Tierbedarf kaufen. Nö. Heu holen wir uns später. So, jetzt gehen wir erstmal zu Levis und geben ihm seine Glücksshorts wieder. Oh, Moment, ich wollte ja noch hinter. Nochmal schnell zum Zauberer.
Ja, Steine brauchen wir halt immer. Die Axt, die haben wir auch hier. Ach, sie ist auch wieder da. Nein, eine Flunder nicht. Oh, Kokosnuss. Passinagen. Nee, alles noch nicht das, was wir brauchen. Hätte gedacht, vielleicht so ein Sandfisch. Dann hätte ich nicht extra dorthin gemusst, aber naja, gut. Artischocken. Im Herbst. Aha. Naja, gut. Manchmal hat sie ja was Gutes dabei. Erstmal zu ihm. Krokus. Da haben wir jetzt schon fast alles fertig, hä? Die Shorts, Schädelschlüssel müssen wir noch herausfinden. So. Hier hast du was Schönes. So, Moment. Auch zwei Herzen. Vielleicht kommen wir hier rein. Vertraut ist noch nicht gut genug. Ich bin mal gespannt, was er da unten hat. Nochmal ein paar Mal das geben. Vielleicht vertraut er uns dann. So, mein Pferd habe ich jetzt hier stehen lassen. Irgendwo. Hab ich das hier oben vergessen? Nö. Naja. So, jetzt gehen wir wieder hier hoch. Da ist er doch. Sehr gut. Dachte schon, ich muss jetzt hier nur laufen. Erstmal zu Levis seine Unterhose wiedergeben. Hat er die doch tatsächlich dort vergessen? Also ernsthaft. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist er? Wo ist er? Levis! Nicht da. Bin schockiert. Naja, den finden wir schon wieder. Irgendwo wird er schon rumlungern. Ach, hier bei ihm auch nicht. Hat der eigentlich diese Wintersaat? Nee, ne? Könnten wir Öl kaufen? Brauchen wir das eigentlich fürs Dings? Eichenholz brauchen wir zum Beispiel. Wein auch. Granatapfel. Hätte gedacht, das brauchen wir. Trüffelöl brauchen wir. Brauchen zwar Öl, aber Trüffelöl. Ja gut, das hat er nicht hier. Naja, gut. Dann halt nicht. So, Levis finde ich gerade nicht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen jetzt nach drüben. Eisglatt. Ich hoffe natürlich, die konnten gleich alles öffnen. Nicht, dass sie das erst nacheinander machen. Dass sie erst am nächsten Tag das andere öffnen. Na? Habe ich mich jetzt verlaufen? Ach, das ist ganz oben. Hm, ja, ich habe mich verlaufen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich sehe es ja ein. So. Einmal hier hoch. So, und dann wollen wir jetzt mal wieder wertvolle Dinge bekommen, die uns auch zustehen.
Wehe nicht. Wehe, die Brücke ist jetzt nicht offen. Da, seht ihr? Funktioniert. Und schon kommen wir im Paradies hier an. Kommen wir wieder hier viel, viel Notizen durchlesen. Das blaue Haus. Das gucke ich mir auch mal an. So viel Zeug, was wir hier bekommen können. Und was ganz, ganz Besonderes. Und zwar... Ach nee, das ist nicht hier, ne? Oh, hier haben wir was. Hier haben wir nämlich eine Höhle. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier ist nämlich der Totenkopf. Oh, 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 oh. Das läuft ja nicht so, wie ihr dacht, ne? Aber, naja, ja, gut. Kann man halt nicht ändern. Einen haben wir schon mal weg. Anderen haben wir auch weg. Das kam mal überraschend. Töten haben wir weg. Na, wenn wir schon mal Eisen kriegen können, nehmen wir natürlich Eisen mit. Gleich immer wechseln. Immer wechseln, immer wechseln. So. Böses Ding. Noch ein Kuchen. Schöne Kalorien. Jetzt gucken wir mal hier oben. Weg ist er. Aber nicht drin. Nächste weg. Reisprosse. Sprosse haben wir hier gekriegt. Weiter geht's. Ach Mann, ey. Nächste weg. Schwert. So viel Schokoladenkuchen habe ich auch nicht mehr. Was soll denn das? Jetzt goldene Sense. Doch Knaller. Was ist denn das? Ja, es ist schlechter wie meine, glaube ich sogar. Und kritische Kraft. Nee, ich will den Hammer nicht.
Ist zwar schön und lieb gemeint, aber nee, danke. So, wir haben jetzt eine goldene Sense. Das heißt, wir können die andere Sense wegpacken. Sehr gut. Und jetzt bringen wir mal dem Levis seine Unterhose. Also echt. Rennen wir den ganzen Tag mit seiner Unterhose rum, nur weil der irgendwo rumlungert. So, hier nochmal kurz rein. Laden. 350 Gold, nehmen wir. Wenn wir das kriegen können dafür. Warum nicht? Schleim behalte ich. Da stelle ich dann noch was Besonderes her für unsere Schleimform, die ich ja auch bald bauen werde. Oh, jetzt nicht. Erst will ich mein Schwert haben. Da lasse ich nichts draufkommen. Das ist mein nächstes Ziel. So, jetzt erstmal runter in den Saloon. Wir haben jetzt zumindest schon mal rausgefunden, wofür der Schlüssel ist, ne? Tüt, 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 tüt. Finde den Nutzen des Schädelschlüssels. Ich dachte, es wäre das gewesen, aber das scheint wohl doch das mit der Wüste zu sein. Hm. Naja. So, ich gebe jetzt ihm seine Unterhose wieder. Och, Mensch, Leute. Ja, geht durch mein Pferd durch. Können doch nicht alle gehen. Die Party fängt erst an hier, also echt. Oh, jetzt lassen wir ihn auffliegen. Jetzt lassen wir ihn auffliegen. Freundblase. Ah, hier hast du deine Unterhose. Du hast sie gefunden. Wo? Oh, also... Ja, Freundblase. Dort, ich habe keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen konnte. Es bleibt zwischen dir und mir, verstanden? Ja, sie wird davon überhaupt nicht mitkriegen. So, Lena kriegt von mir wieder einen schönen Krokus. Oh, du hast dir ja heute schon wieder was geschenkt. Dann nicht. So, der Rest hat keine verdient. Wisst ihr was, dann kriegst du den. Die Amy. Oder Emily. So, wieder zurück. Bin natürlich aus Versehen rangekommen, ne? So, was gibt's denn hier noch für Quest eigentlich? Er hat es schon erhöht auf 400 Gold. Nö, wie immer noch nicht. Sehr gut. Also wir haben jetzt zumindest schon mal die Sense. Die müssen wir jetzt nicht mehr verbessern. Zumindest... Prähistorische Handachse. Die hat man schon mal gehabt, ne? Ja. Zumindest müssen wir sie jetzt nicht mehr mit Gold verbessern. Spart zumindest einiges an Gold. Und ich habe jetzt schon zweimal zumindest gesagt. Das soll schon was heißen. Mayonnaise. Mayonnaise. Das behalten wir. Das Aquamarin nehmen wir weg. Kristallfrucht. Das kann weg. Geode Plasma. Jo. Das ist schon mal was wert. So. Da gucken wir mal, wie viel wir jetzt erstmal an Gold gemacht haben. Zack. So, wieder 3117. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine ganz, ganz große Angelrunde machen. Damit wir jetzt dieses letzte Gold dann noch ankriegen. Weil wir müssten jetzt, muss ich mal gucken, Moment. Ja, es fehlt immer noch ein ganz großes Stück, ne? Ja, 9745. Auch 15.000 Gold fehlt. Nicht viel, nicht viel. Und dann bin ich ehrlich gesagt bereit, den Schritt zu wagen, in die Wüste zu gehen. Vorausgesetzt, ich habe genug Lebensmittel, weil das könnte übel werden. Müssen wir mal gucken. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.